Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Otaku's Adventure. So, wie versprochen, bin ich schon mal hierher gelaufen und wir holen uns jetzt noch das TV-Set. So, dann hätten wir jetzt alles. Dann müssen wir jetzt mal nachschauen, ob das vielleicht ein Ende triggert oder nur irgendwie eine besondere Sequenz. Auf jeden Fall habe ich ja gespeichert. Von daher können wir dann wieder zurückkehren an den Zeitpunkt, an dem noch nicht alles wunderschön eingerichtet war. Ah, okay. Ja, wir wollen unbedingt hier bleiben. Wundervoll. Mein Traumzimmer ist endlich fertig. Nun, es ist wirklich wunderschön und sehr warm. Danke, Held. Nun können wir für immer zusammenleben. Nach einiger harter Arbeit erhielten wir endlich, was wir uns gewünscht hatten. Wir schritten in den Palast der Ehe. Meine kleine Hexe, ich bin froh, dich getroffen zu haben. Alles andere ist nicht mehr wichtig. Warte. Andere Dinge sind... Was... Ah, er hat's vergessen. Glücklich, dich getroffen zu haben. Ich hatte ja schon vor ein paar Folgen gefragt, wie ich sie nennen soll. Und dann konnte ich aber eigentlich das gar nicht berücksichtigen, weil ich ja schon weiter aufnehmen musste. Aber ich glaube, die meisten fanden ganz cool, sie Uwu zu nennen, weil sich das so liest eigentlich ungefähr. Und dann machen wir das einfach. Wir nennen sie jetzt Uwu. Das ist ja ein bisschen seltsamer Name, aber... So, dann müssen wir ja jetzt eigentlich nicht mehr das Geld ausgeben für das letzte Möbelstück. Ja, dann würde ich sagen, kehren wir jetzt hierher zurück. Da ist ja noch einiges zu machen. Und vor allem werden wir mit dem Geld uns dann mal ein Level-Up nochmal gönnen. Oder zwei sogar. Das können wir jetzt locker machen. Hä, hatten wir die schon mal? Die sehen ja mega... Oh, oh. Ich glaube, ich erledige erstmal kurz die Grafikkarten. Die eine Grafikkarte. Hä, aber stark sind die jetzt auch nicht. Ist ja komisch. Ach, jetzt ist wieder sie dran. Das bringt ja nichts, wenn sie nur eins abzieht. Hä? Das ist ja blöd. Das wird ja ewig dauern. Ich glaube, dann hauen wir gleich mal ab mit ihm. Er hat ja die Fähigkeit dazu. Ist ein bisschen blöd, aber... Ich wüsste jetzt... Oh nein, da verliert man Münzen. Das ist ja fies. Ja, ich wüsste nämlich jetzt nicht, was wir sonst machen sollten. Also, schauen wir mal. Wir gönnen uns jetzt was. Da freue ich mich schon drauf. Also, ich will eigentlich für den anderen immer noch nicht so viel ausgeben. Okay, Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Level 3, also ich brauche Level 4 Can. Ja, so viel können wir uns aber auch wiederum nicht leisten, ne? Wir können sie beide auf Level 4 bringen. So, aber das war's dann eigentlich auch. Oh, sorry. Genau, wie war das nochmal? Und jetzt auf sie draufziehen, ne? Yes. Und yes. Sehr cool. Hard Iron Skin und Burst Giro. Wundervoll. Und wir ruhen uns nochmal kurz aus. Und dann speichern wir nochmal. So. Genau. Dann können wir eigentlich... Können wir hier drüber speichern? Nee, ich nehme mal zur Sicherheit... Moment. Ich nehme mal zur Sicherheit das hier. Einfach so, weil ja. So. Also, was war denn hier oben noch gewesen? Da rechts war auf... Oh! Was ist das hier? Das ist... Was ist dieses Gebäude? Es fühlt sich ein bisschen an wie ein umgekehrtes Schloss. Ja, das hier ist das umgekehrte Schloss. Umgekehrtes Schloss? Und warum ist es umgekehrt? Naja, weil da drin Fledermäuse leben, ist doch klar. Ja, sie haben absichtlich das Schloss falsch herumgebaut. Hä, also ist die Eingangstür da oben? Wie kommen wir denn dann rein? Naja, deswegen ist auch noch nie einer ins Schloss gekommen. Okay, das ist echt mysteriös. Ich habe mich beim Schloss umgesehen. Da ist wirklich kein Tor, durch das man hineingelangen könnte. Es scheint, dass wir die Wand zerstören könnten, um hineinzugelangen. Aber was könnte so eine starke Wand zerstören? Das weiß ich auch nicht.
Das ist eine gute Frage. Vielleicht das Schwert. Aber ich weiß, dass das dritte Artefakt beim Inverted Castle gewesen sein soll. Oder sein soll. Deswegen würde ich mich eigentlich ganz gerne erstmal hier noch umschauen, was hier noch so ist. Da ist nämlich noch so ein Wald. Wo sind wir? Fühlt sich bösartig an. Hier ist der ursprüngliche Wald der Helden. Der ursprüngliche Wald der Helden? Ja, der Held dieser Welt wurde hier geboren. Aber wieso sieht er jetzt so aus? Nun, weil der ursprüngliche Held gefallen ist. Er versteckte sich in dem Wald und hat keinen halben Schritt aus dem Wald herausgetan. Er wollte Cartoons schauen und jeden Tag Spiele spielen und er wollte die Welt nicht retten. Deswegen mochte sogar die Hexe ihn irgendwann nicht mehr und ist gegangen. So ist dann auch der Wald zerstört worden. Also ist der Held immer noch hier irgendwo? Wenn du schreist, müsste er eigentlich erscheinen. Aber bedenke, er ist nicht einfach zu besiegen. Oh. Ja, wir probieren das mal aus, würde ich sagen. Achso, der Bastard soll rauskommen. Wieso kommst du hierher? Töten! Oh, er sieht schon ziemlich stark aus, muss ich schon sagen. Ich würde sagen, mit ihr sparen wir das wieder auf. Gucken wir mal. Oh, mir fällt gerade auf, wir haben noch nichts Neues gekauft, ne? Oh, ich bin so doof. Das ist natürlich nicht so schlau. Das ist sehr gut. Oh je, mal gucken. Das ist natürlich schlecht. Und jetzt haben wir nichts zum Heilen dabei. Ach ja, geht ja nicht. Dann gehen die Skills ja nicht. Okay, aber wir ziehen trotzdem relativ viel ab. Oh, aber er kann auch ganz gut abziehen. Ach, das hält aber hier nicht lange. Seht ihr das? Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Oh, sie heilt jetzt so viel, da muss ich eigentlich ein bisschen sparsamer mit umgehen. Okay, also normal angreifen. Er auch. Und mit ihm machen... Ach ja, geht ja nicht. Oh Mann, ich vergesse es andauernd. Oh oh. Oh, das ist fies. Dass die MP dann zerstört werden, ist nicht so lustig. Ich verteidige mich mal. Verflixt, jetzt reicht das wirklich nicht mehr für Poke You. Dabei ist das so cool in Kombination dann mit den Angriffen der anderen. Oh. Aber gut, eigentlich geht es uns ja ganz gut. So super stark ist er ja eigentlich auch gar nicht. Ist ein bisschen doof halt, dass ich keine Items besorgt habe. Und wir könnten ernsthaft Probleme bekommen, wenn sie keine MP mehr hat. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Ich bin aber auch doof. Ich hätte hier jetzt mal die MPs verwenden sollen, bevor er mit so einem Angriff kommt. Naja. Also ich meine jetzt bei ihm, also bei Nessie und beim Physicist. Aber was soll's? Kann passieren. Ich hau jetzt einfach weiter drauf. In der Hoffnung, dass das ausreicht. Mann, der hat aber auch starke Waden. Sehr gut durchtrainiert. Ich hoffe immer, es ist immer so eine kleine Pause, nachdem man zugeschlagen hat. Da denke ich immer, bitte, 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 sterb. Und wieder Silence. Aber zum Glück macht er bei ihr nicht die MP weg. Noch nicht. Aber er greift auch so wenig an momentan. Wirkliche Herausforderung ist das noch nicht. Aber gut, warten wir mal ab, was noch passiert. Ich will das Maul nicht zu voll nehmen. Am Ende erledigt er uns und dann... Ich frage mich, was wir... Ach, ja gut, vielleicht kriegen wir dafür Geld, ne? Und dann können wir damit nochmal uns ein bisschen aufleveln. Ist natürlich auch nicht schlecht. Inzwischen ist er hier auch ein bisschen zu schwach für unsere Runde. Und Uwu ist jetzt auch nicht gerade stark, muss man sagen. Aber wie gesagt, dafür hat sie halt
Die Fähigkeit zu heilen. Okay, der erste Held ist gestorben. Boah, so viel Geld haben wir jetzt nicht dafür bekommen. Ah, unmöglich. Oh. Okay, das scheint der, wie heißt das? Grabstein des ursprünglichen Helden zu sein. Ob ich ihn wohl wiederbeleben kann? Wie jetzt? Also echt jetzt? Moment, ich komme jetzt ein bisschen durcheinander. Ich nehme mal das. Hiermit oder wie? Warum hast du mich getötet und dann wiederbelebt? Nein, 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 diesmal besiegst du mich nicht so leicht. Nein, ich will nicht. Nein, nein, nein. Oh, scheiße, das war keine Absicht. Kann ich bitte abhauen? Oh, nee. Okay, wartet. Ich bring das in Ordnung. Ich gehe kurz aus dem Spiel raus und dann wieder rein. Das macht ja jetzt nicht so viel Sinn, das nochmal zu machen. Wir sehen uns sofort wieder. So, ich habe das Spiel nochmal neu geladen. Ja, das lassen wir wohl lieber. Ist zwar recht interessant, aber das muss ich jetzt nicht so oft haben, diesen Kampf. Er war jetzt halt auch nicht besonders abwechslungsreich oder so. Okay, wir können einmal schauen. Also, das hier auf jeden Fall nochmal. Ich würde sagen, so sogar. Und ja, wir warten erstmal nochmal. Wir schlafen nochmal und dann gucken wir noch, was da oben im Norden ist. So, dann ist halt die Frage, was machen wir dann? Wir hatten ja noch diesen komischen Ort, nachdem wir die Schlange besiegt haben. Da könnte man hin. Und? Was war das andere? Ach so, das Inverted Castle. Ich könnte mir halt vorstellen, dass wir mit dem Schwert da vielleicht durchaus durchkommen. Da ist schon wieder dieses dämliche Viech. Ich hasse das. Und ich weiß auch nicht, was man dagegen tun soll. Und ich möchte eigentlich nicht fliehen. Das ist doch... Huch! Nein, es explodiert! Ah. Ich glaube, ich hau hier ab. Das ist ja gerade richtig kacke. Das läuft richtig schlecht. So. Ja, ist mir egal, wenn wir Geld verlieren. Aber ich glaube, gegen die haben wir keine Chance. Ich habe das Gefühl, dass die hier... auf dieser Seite der Karte fast immer dann explodieren einfach. Wow, hier sind ja eine Menge Grabsteine. Ja, weil das hier ein Friedhof ist. Fühlt sich gruselig an. Ob es hier Geister gibt? Schau mal da drüben. Huch, der sieht ja cool aus. Wow, ein Geist. Ja, wovor hast du denn Angst? Das ist doch nur ein normaler Geist. Geister sind doch viel freundlicher als Monster, die uns attackieren, richtig? Okay, was du eben gesagt hast, hat keinen Sinn ergeben. Hallo, wer bist du? Ich? Ich bin nur ein normaler Geist. Aber ich wollte nie in den Himmel aufsteigen. Nicht in den Himmel aufsteigen? Aber wieso? Weil ich hoffe, ein Stück Musik zu hören, das von der Seele gespielt wird vor der Reinkarnation. Dann hoffe ich, dass du das bald hören kannst. Hm... Okay, vielleicht müssen wir hier später nochmal herkommen, oder? Ich wüsste jetzt jedenfalls nicht, was wir... Wir haben ja nichts mit Musik. Ich überlege gerade. Es gibt auch nichts, was wir kaufen können im Shop, was irgendwie Musik auslösen würde. Also ich möchte jetzt eigentlich hier unten probieren, in das umgekehrte... Also beim umgekehrten Castle mal ausprobieren. Ey, ich hau schon wieder ab. Es tut mir sehr leid, aber das wird zu doof hier. Nein, nein, nein. Ist nicht so einfach. So. Und eigentlich würde ich mich gerne nochmal heilen. Weil ich weiß nicht, was uns da dann erwartet. Ach so, das Zelt ist ja auch direkt da. Ja, dann machen wir das doch schnell. Und dann gehen wir zum Inverted Castle. Und probieren, ob das mit dem Schwert geht. Und wenn das nicht geht, dann müssen wir ja sowieso da oben, da wo die Schlange war, weitermachen. Ich weiß nur echt nicht... Moment. Einmal noch ganz kurz gucken, ob hier wirklich nichts ist, was Musik spielt. Ne, hier ist nur der Feuerlöscher. So. So, einmal da lang und... Ups, oh sorry, ich bin schon wieder aus dem Spiel raus. Das ist, weil da immer so ein blödes Pop-up kommt. Und das muss ich wegklicken. Und dann, ja, egal. Nicht aufregen. So, ich probiere das jetzt aus. Oh, was? Das Schwert ist kaputt. Und das ist das sogenannte Artefakt?
Ach, das ist doch egal. Auf jeden Fall hast du die Wand eingeschnitten. Okay. Vielleicht... Wer ist da? Wer kommt herein? Nein, wir wurden aber schnell entdeckt. Wer seid ihr? Wie seid ihr hergekommen? Shit, wir können nur kämpfen. Ach, der ist aber so süß klein. Müssen wir was gegen den machen? Ich glaube, ich greife einfach mal so an. Oh ja, das zieht ja ganz gut ab. Das ist vielleicht gegen mehrere Gegner. Ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt verwenden sollte. Der ist irgendwie ziemlich schwach. So, poke you. Das ist sehr cool. Dann ist er wieder geschwächt. Ups, okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das war ja ein kurzer Kampf. Oh, jetzt seid zu stark. Ich gebe auf. Seid ihr die Helden der Legende? Ja, ich bin ein Held. Und? Ja, wir haben hier großen Ärger. Was ist denn geschehen? Unsere Königin war am Schlafen. Und da der Wecker nicht funktioniert, kann sie jetzt keiner mehr wecken. Ja? Ja, in der Zeit, in der die Königin schlief, sind die anderen Fledermäuse weggeflogen. Ich bin der Einzige, der noch hier ist. Ich bitte euch, findet heraus, wie ihr meine Königin wecken könnt. Ja, und was haben wir davon, wenn wir sie wecken? Ich kann euch ein Artefakt geben. Ein Artefakt? Kannst du mir das wirklich geben? Oh ja, aber nur, wenn du meine Königin weckst. Okay, ich vertraue dir. Ist sie das da? Ist das die Fledermauskönigin? Sie hängt da und schläft. Da ist eine große Uhr, die aufgehört hat zu ticken. Aha, kein Wunder, dass die Uhr nicht funktioniert. Die Batterien sind ausgelaufen. Ja. Das sind Bilder, die da so hängen. Nichts Besonderes. Ein sehr schönes Bett. Da würde ich am liebsten drin schlafen. Aber leider kann ich nicht von der Decke hängen. Da ist ein Licht, aber keine... Nee, eine Lampe, aber da ist keine... Birne drin. Keine Glühbirne. Und hier sind eine Menge Bücher im Bücherregal. Lass mich mal überlegen. Batterie. Tja... Können wir aber ja eigentlich nichts machen, ne? Wir haben nur dieses komische Ding hier. Ach so, hier geht's noch weiter. Oi, hier ist ja die Treppe. Ja, sieht aus wie eine Treppe. Aber die ist ja komplett falsch herum. Wie kommen wir jetzt nach oben? Oh, ich habe ja vergessen, dass ihr nicht fliegen könnt. Kannst du mich denn nach oben tragen? Lass es mich versuchen. Hey! Oh. Nein, nein, kann ich nicht. Du bist so schwer. Du bist so fett. Ich glaube eher, dass das daran liegt, weil du so dürr bist. Aber es gibt einen Weg. Welchen Weg denn? Weißt du, ursprünglich waren die Leute im Physical Village sehr, sehr dürr. Aber später hat sich eine Person auf Chemie spezialisiert und eine Droge kreiert, genannt starke Pille. Nachdem man diese Pille nimmt, wird man extrem stark. Und deswegen wurde das ganze Dorf zum aktuellen Physical Village. Was? Wer hätte das gedacht? Also ehrlich gesagt wusste ich das. Das wusstest du und hast es mir nicht erzählt? Ach, naja, ich dachte nicht, dass diese Info wichtig wäre. Willst du sie essen? Nee. Dann bitte komme und finde... Oder was? Dann bitte komme und finde die starke Pille. Ach so, er will sie nehmen. Ach, jetzt verstehe ich. Ich kann dich hochfliegen, sobald du stärker geworden... sobald ich stärker geworden bin. Und ich will schon lange stärker werden. Na, dann suchen wir mal danach. Ich traue ihm nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich machen sollten. Wahrscheinlich müssen wir dann nochmal gegen ihn kämpfen oder sowas. Okay, das sieht ja fast so aus, als müssten wir sowieso noch ein Weilchen hier rumtingeln. Beziehungsweise wir könnten jetzt da oben jetzt doch mal gucken. Vielleicht müssen wir da ja sowieso noch was machen. Irgendwas, was mit dieser Musik zu tun hat. Um die dann dem Geist vorzuspielen. Ganz schön komplex, dieses Spiel. Hätte ich auch nicht erwartet, dass da so viel passiert. So. Ja, ich würde aber sagen, dann machen wir jetzt einen kleinen Cut, weil ich weiß nicht, was so oben rechts dann ausgelöst wird, wenn wir da hingehen. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich schon auf die nächste Folge von Otaku's Adventure. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.